Jo, mein Name ist Levinator, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier aus meinem WG-Zimmer in Magdeburg. Als erstes, wieso bin ich in Magdeburg? Ich bin in Magdeburg, weil ich jetzt hier in Magdeburg studiere. Was studiere ich? Ich studiere Journalismus in Magdeburg, hier an der Hochschule. Nennt sich Studieren in Grün. Könnt ihr ja mal auf die Website gucken, keine Ahnung. Falls ihr später auch noch studieren wollt oder den Studienort wechseln wollt und sagt, hey, hier sind Studiengänge, von denen ich dachte, dass ich sie studieren will, aber sie nicht gefunden habe. Wie auch immer. Ich wohne halt hier jetzt in der WG momentan, werde die aber wieder ausziehen und werde mit einem 2,2 bis 3, mal gucken, Kommilitonen von mir zusammenziehen in eine andere Wohnung und soweit erstmal. Dazu in der Wohnung habe ich hier Bett, Stuhl, Schrank, alles. Und habe einen Pulli gerade an, wieder einen Hirschpulli. Der ist von Bittersweet Paris oder irgendwie so. Könnt ihr nachgucken. Kein Product Placement. Bin zu arm. Nein, ich bin nicht zu fett genug, um damit ich sowas bekomme. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Wie gefällt mir das Studium? Also, ich zum Studium. Seit wann mache ich das? Seit wann fängt das? 1. Oktober fängt das Ganze an. Ich war aber schon 2 Wochen vorher hier. Bisschen Streberlike. Waren nämlich Vorbereitungswochen und da konnte man schon so ein bisschen mal reingucken in den Studiengang, beziehungsweise Sachen, die halt in dem Studiengang gemacht werden. Die andere zum Beispiel im Semester gemacht haben, wo ich und die Leute, die da halt waren, dann frei hatten soweit. Und das Ganze musste ich dann jetzt im Nachhinein nicht machen. Nebenbei habe ich auch noch ein Videoprojekt gemacht. Dieses Videoprojekt ist noch nicht online gestellt. Ich habe davon keine Rechte. Ich bin da auch nur kurz drin, aber ich habe daran mitgearbeitet. Wenn das online ist und ich davon weiß, ich das mitbekomme, wenn mich daran noch erinnere, kann auch passieren, dass ich vergesse, dann kann ich das Ganze ja mal verlinken. Das ist so ein Film, den wir in den 2 Wochen Vorbereitungszeit kamen. 6 Stunden, 5, 6 Stunden Drehzeit, den Kameras zusammengestellt haben, ist eigentlich ganz cool geworden für so den ersten Eindruck von der Stadt, wie ich finde. Joa, und sonst gehe ich immer schön Fußball gucken. Kommilitonen sind nett, gefällt mir alles super. Joa, zum Zocken komme ich momentan nur hier drunter, steht der Laptop, nicht ganz so doll, obwohl ich relativ viel Zeit meistens oder oft habe. Also gezockt wird hier ja nicht so toll von meiner Seite jetzt aus hier mehr. Stattdessen habe ich aber jetzt mir ein Buch geholt. Sieht man das? Kamera, Fokus, so auf dem Kopf. Wie auch immer, Kamera muss ich jetzt hier umdrehen, egal, kein Bock. Earth, der Widerstand ist von Hans-Jörg Thuren mit TH geschrieben. Ich kann euch davon den ersten Band empfehlen und dann den zweiten Band zumindest nicht mehr jetzt hier. Fast zur Hälfte durch. Ist ganz schön das Buch, wie ich finde. Joa, sonst geht es mir auch gut. Gute Laune. Ich hätte auch Bock, Videos so zu machen, zu schneiden, zu produzieren, wie auch immer. Aber dazu kommt es jetzt, wie gesagt, erstmal nicht. Vielleicht, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, kann ich was schneiden. Ich habe auch Material da so abgespeichert. So ein paar kurze Rocket-Clips werden es wahrscheinlich. Und außerdem produziere ich jetzt hier in der Hochschule, werde ich einen Podcast produzieren. Den kann ich ja, falls das irgendwie möglich ist, hier immer ankündigen oder wie auch immer. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, euch hat das kleine Update aus meinem Leben so gefallen. Tschüss.